Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. 10.13 Uhr ist es schon wieder und ja, ich hatte heute Morgen wieder mit dem Thumbnail zu kämpfen. Ich habe das eben auch schon auf Insta erzählt. Ich bin nämlich da zuerst mal rein, damit die Story auch schon mal abgedreht ist, weil ich habe echt überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt heute Morgen. Das Ding war, dass ich gedacht hatte, mein Vlog von gestern sei schon hochgeladen. Das dauert ja immer bei mir. Ihr wisst, das dauert ewig, bis das bei uns hochlädt. Und das ist aber noch nicht hochgeladen. Und ich bearbeite und mache das Thumbnail fertig und will das gerade einstellen, will das gerade in den Schnitt reinmachen. Und dann merke ich, dass der ja noch gar nicht hochgeladen ist. Also musste ich das andere Video hochladen, nämlich meinen Monatsfavoriten. Und dafür hatte ich das Thumbnail ja noch nicht. Und das dauerte auch, weil dieses lange Wort Monatsfavoriten da nicht reinpassen. Ich wollte es auch ein bisschen dieses Mal eigentlich so ein bisschen anders machen. Ich wollte es stylischer machen und die Zeit läuft. Es wird immer später, Ich habe schon so einen riesen Becher Kaffee-Intus aus Frust. Ich habe wirklich daran gesessen. Es ist auch noch nicht optimal oder nicht so, wie ich es gerne haben wollte. Ich wollte es heute mal anders machen, machen und ging nicht und ja, passte nicht und ich weiß auch nicht. Aber ich habe es hingekriegt, habe es reingestellt. Daher aber ein bisschen später und das dauert dann auch immer. Dann muss ich ja auch das Thumbnail auf Insta einstellen. Dann muss ich den Text dazu schreiben. Dann muss ich es auf meinem anderen Kanal auf Insta. Ich habe zwei Accounts auf Insta. Da muss ich das auch nochmal einstellen. Den Text reinkopieren. Die ganzen Hashtags setzen und so. Das hat ewig gedauert. Aber jetzt, Leute, steht's. Jetzt habe ich es hingekriegt. Jetzt kann ich frühstücken. Ich habe echt mega Hunger. Durch den ganzen Stress heute Morgen. Ich saß da anderthalb Stunden bestimmt dran. Und ja. So ist das immer. Das Video selber geht immer richtig schnell, das ist überhaupt gar kein Problem, aber der Schnitt anschließend und das Thumbnail und den Text für die Infobox und das und dann die ganzen Hashtags zu setzen, die ganzen Keywörter zu setzen, das dauert immer mega lange und dauert viel länger als das Video eigentlich, was man dreht. Aber da meckern oder das beanstanden ja die ganzen anderen YouTuber auch immer. Höre ich auch wieder in jedem Video das gleiche, kann ich nur bestätigen, ist halt so. Das ist immer so, was nicht so viel Spaß bringt, mir jedenfalls. Also ich habe das lieber, das Video drehen, das macht mir mega viel Spaß, aber das, was damit dranhängt, ne, also die Thumbnails zu machen, da habe ich keinen Spaß dran. Also ich mache Thumbnails nicht gerne und ich habe auch, also eigentlich schon, also ich mache das schon gerne, aber nicht zweimal am Tag. Also wenn das jetzt so wie die anderen YouTuber dreimal in der Woche wäre oder so, dann hätte ich mega Bock drauf und würde mir auch richtig tolle, fantasiereiche Thumbnails ausdenken können, weil ich bin in dieser Beziehung auch, habe ich kein Problem mit. Nur da man das ja täglich macht, zweimal am Tag, ist das dann schon, dann denkst du dir, Mann, muss das wieder sein. Manchmal überlege ich auch, ob ich dieses automatische vorgeschlagene Bild reinsetze. Das ist aber dann doof, weil ich das nicht beschriften kann. Ne? Da hast du dann diesen Ausschnitt aus dem Video, der manchmal richtig gut ist. Nur dann kann ich da keinen Text drauf machen. Wisst ihr, dann sieht das auch doof aus, wenn man keinen Text hat. Und außerdem habe ich oben immer Dauerwerbung und unten habe ich ja auch Wolfsmama stehen. Also das ist dann auch nicht immer ideal. Naja, ich habe jedenfalls noch nicht herausgefunden, wie man das dann quasi überklebt. Da müsste ich einen Screenshot von dem Bild machen und müsste das dann beschriften. Ja, nee, dann kann ich auch gleich ein neues Thumbnail machen. Na gut, jetzt werde ich frühstücken. Ich habe ja, wie gesagt, schon einen Kaffee getrunken. Und übrigens mit meinem Durchfall, mit meinem Magenproblem ist immer noch nicht weg. Also ob ich da irgendwie, entschuldigt, ein Virus habe, warte, Kaffee, zu viel, Leute. Ob ich da irgendwie ein Virus habe oder so, sonst hätte ich schon mal wieder mit dem Apfelessig angefangen. Obwohl ich mir auch überlege, ob der Apfelessig mich eventuell hilft bei solchen Problemen. Keine Ahnung, aber ich habe den Apfelessig eigentlich im Verdacht, dass der das ausgelöst hat, weil es gleichzeitig, als ich damit angefangen habe, wir können uns mal auf die Waage stellen, Leute, das haben wir auch lange nicht gemacht, weil ich mag es nicht, mich auf die Waage zu stellen. Da ich mit dem Apfelessig ja eh pausiert habe, dachte ich mir, können wir das auch pausieren. Aber ich habe jetzt ein paar Tage nicht auf die Waage geschaut. Ich habe aber jetzt auch schon einen Riesenbecher, also 6 Dinger Kaffee-Intus, muss man auch bedenken. Und außerdem geht mir das auch auf die Nerven, dass dieses dass die Waage immer überall was Falsches anzeigt. Wisst ihr, da habe ich auch keine Lust zu. Also insofern wollte ich mir das eigentlich ersparen. Ich habe das jetzt mal hierher geholt und drehe euch um. So, dann schauen wir doch mal. 66,6. Ja, damit können wir leben. Ja, und du, Miley? Hä? Denkst du, wir gehen wieder los irgendwo hin? Oder geht die Alte weg? Oder was macht sie? Hm? Ja, da müssen wir mal gucken jetzt. Nein, ich habe mich nur auf die Waage gestellt. Wir gehen nirgendwo hin, ne? Gehen wir nirgendwo hin?
Du hast auch Hunger vielleicht, ne? Ich gebe dir jetzt auch was zu fressen. Ich habe dein Schälchen noch nicht sauber gemacht. Heute Morgen haben wir vergessen. Kriegst jetzt was zu fressen, ne? Kriegst du was zu fressen? Ja, kriegst jetzt was zu fressen. Ihre Augen tränen wieder. Ich habe aber das Licht im Verdacht, weil immer im Winter tränen ihre Augen so richtig doll. Ja, heute werde ich übrigens dieses Fußmaske-Video beenden. Und was da wohl draus geworden ist, Leute, da müsst ihr unbedingt mal reingucken in das Video, was da passiert ist. Ne? Miley? Ja, die Teppich habe ich noch wieder reingelegt. Das könnte ich eigentlich mal machen, obwohl ich eigentlich jetzt. Moment, ich drehe euch mal wieder um. Obwohl ich so ein bisschen am Kämpfen mit meinem Mann bin, weil mein Mottenproblem, nämlich seit ich die Teppiche hier unten rausgeholt habe, ist ja eigentlich nur noch der Teppich, der hier liegt, ist wesentlich besser geworden. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich ja erstmal einmal durchgesprüht habe. Erinnert ihr euch ja mit dem Insektenvertilgungsmittel? Das habe ich inzwischen noch einmal wiederholen müssen. Aber ich glaube jetzt wirklich nicht, dass es unbedingt daran liegt. Entweder liegt es an dem oder es liegt daran, dass es kälter geworden ist, weil ich glaube, die Motten mögen es nicht so gern so kalt. Ich glaube, die sind eher im Sommer aktiv. Könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr da mehr wisst. Glaube ich jedenfalls, so habe ich die Erfahrung gemacht. Und denn wir haben dieses Mottenproblem ja schon seit ein paar Jahren. Letztes Jahr war es aber schlimmer, dieses Jahr ist nicht ganz so schlimm. Und seit ich wie gesagt, die Teppiche raus habe, weil sie ja nass sind und trocknen müssen, sind die Motten auch weniger. Also wir haben ja echte Wollteppiche, wie ihr wisst. Ich bin jetzt am Kämpfen dabei, dass solange wir jetzt noch hier wohnen, das mit dem Haus konkretisiert sich langsam. Ich kann da schon mal so ein bisschen, ne, kann auch schon mal so ein bisschen was in den Raum werfen. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert. Aber wie gesagt, bevor da nicht alles in festen Tüchern ist, erzähle ich euch darüber auch nichts. Wir wohnen hier ja mitten in der Innenstadtnahrung und wir haben zwei Krankenhäuser. Einmal ein großes Krankenhaus, ein paar, ja, 200 Meter, 300 Meter von hier entfernt und, oder 100 Meter Luftlinie eigentlich nur. Und 100 Meter Luftlinie in die andere Richtung haben wir auch noch mal ein Krankenhaus. Deswegen ist hier immer viel an Krankenwagen unterwegs. Ich wollte nur sagen, ich bin am Kämpfen da, dass wir die Teppiche jetzt erstmal nicht reinlegen, zumindest solange wir noch in dem Haus sind. Und in dem neuen Haus werde ich auch dafür kämpfen, dass wir erstmal neue Teppiche kaufen und dann Kunstfaser, also keine echten Wollteppiche mehr. Die kann er ja einlagern, dann machen wir da richtig dickes Mottenkram rein, dann kann er die ja irgendwie hinlegen. Vielleicht legt er sie sich auch ins Büro, wenn er das unbedingt möchte, kann er ja auch machen, aber zu Hause möchte ich diese Wollteppiche nicht mehr haben. Ich hoffe, dass das daran lag, dass wir dieses Mottenproblem nicht im Griff kriegen. Naja, auf jeden Fall, ich habe aber gehört, dass das ganz viele haben, ne? Also ganz, ganz viele. Und auch in den letzten Jahren hat sich das verstärkt. Auch mit den Insekten. Ich habe die Beobachtung zumindest gemacht, auch bei vielen anderen Leuten. Und oft ist es sogar so, dass ich diese Insektenvertilgungsmittel, letztes Jahr hatten wir das ja so schlimm, gar nicht mehr finde. Die sind bei DM einfach dann ausverkauft gewesen, letztes Jahr. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist immer gut belegt gewesen. Vielleicht stellen die ständig nach. Aber letztes Jahr, Leute, als ich immer ständig dieses Zeug nachkaufen musste, weil wir hier wirklich auch Fruchtfliegen, ich weiß nicht, was wir alles hier hatten letztes Jahr. Dieses Jahr zum Glück nicht. Also haben wir nur ein paar Motten mehr nicht. Da war das Zeug ständig ausverkauft. Also ich habe ja den Verdacht, dass es damit zusammenhängt, weil es so warm wird durch die Klimaerwärmung und dass sich auch die Insekten jetzt in Deutschland vermehren. Aber ich weiß es nicht. Auch die Fliegen sind dieses Jahr wesentlich weniger als letztes Jahr. Ja, aber letztes Jahr war auch wärmer, ne? Ich glaube, der letzte Sommer war viel, viel, nee, ich glaube nicht. Der war doch durchgehend heiß. Das war doch letztes Jahr, als es den ganzen Sommer so warm war. Dieses Jahr war ja, ja, normaler Durchschnittssommer, würde ich mal sagen. Nicht zu heiß, nicht zu warm, nicht zu regnerisch. Das hatten wir ja ein Jahr davor. Da war es ja nur kalt und regnerisch. Ja, dann wird es wohl an dem warmen Sommer gelegen haben, denke ich mal. Jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde geredet. Ah ja, meine Wimpern und meine Augenbrauen habe ich noch nicht gemacht. Einfach weil ich keine Zeit hatte. Und mir ist jetzt auch schon wieder kalt. Ich habe das Fenster auf. Ich glaube, ich werde das Fenster zumachen. Es ist aber sonnig in Hamburg, aber kalt, ne? Oh. Ich habe immer noch nicht mich dazu entschließen können, eine Winterpullover anzuziehen. Ich habe jetzt so ein Shirt an, aber dazu kommen wir später. Ich muss jetzt erstmal was essen, Leute. So, jetzt mache ich mal Mileys Futternapf sauber. Ja, damit ich ihr was zu fressen geben kann. Das steht da nämlich noch von gestern Abend, aber ist ja eh leer. Sie hat gestern mich gefressen. Sie hat in letzter Zeit wieder richtig Hunger. Darüber freue ich mich richtig. So, die letzten Tage frisst sie richtig gut, auch ihr eigenes Futter.
freut mich. Leute, ich bin jetzt hier, ich werde das, wasche das immer aus. Und zwar wasche ich es meistens mit diesen gelben Lappen aus, den ich mal bei Rewe geholt habe. Hier, diesen hier. Weil der ist einfach ungünstig, um abzuwaschen. Aber für Mailis Futter und so finde ich das richtig ideal. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich mir einen... Moment, stelle ich da mal so hin. Ja, den benutze ich noch ab und zu mal. Aber meistens benutze ich den, ist das klappt. Der ist noch übrig, den werde ich noch zu Ende benutzen, bis er dann alle bzw. kaputt geht. Und dann werde ich mir auch keine mehr neu kaufen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht, die hört mich doch, oder? Ob ich mir nicht so ein Thermomix mal kaufen soll, wenn wir umgezogen sind. Jetzt natürlich noch nicht. Ich bin mega begeistert von den Reviews und von den YouTubern, die das benutzen und würde sich auch bei uns ja anbieten, weil ich gerne so Mischsachen mache und die kann man da ja alles toll drin kochen und man kann auch kalte Gerichte da drin machen. Ich hätte mir den auch schon lange gekauft, wenn ich nicht nochmal nicht so ein Ding schon wieder hier habe stehen wollen würde in der Küche. Also ich habe hier so viele Gerätschaften stehen, dass ich da nicht noch eins haben wollen würde. Deswegen habe ich es noch nicht gekauft, sonst hätte ich schon lange mal mich damit beschäftigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches kauft man sich denn da? Soll man wirklich dieses ganz teure Ding nehmen oder kann man da auch, so, oder kann man da auch ein günstigeres nehmen? Keine Ahnung. Ich hatte nämlich auch mal gesehen, dass es schon so ab 150 Euro Thermomixes geben soll. Und da sind auch viele mit zufrieden. Wo bin ich denn? Ich hatte doch noch Futter von gestern, oder nicht? Ja, ein bisschen habe ich noch. Ja, da hatte ich jetzt überlegt und werde mich mal mit beschäftigen. Das ist so das, was mir im Kopf rumgeht. Weil ich finde die mega praktisch, diese Dinge. Aber so ein Riesenteil hier stehen zu haben... Mal überlegen, beziehungsweise jetzt hier ja sowieso nicht, sondern wenn wir umgezogen sind. Ich habe noch so einen aus dem Kühlschrank geholt, das werde ich jetzt ein bisschen warm machen und Miley geben. So, das werde ich jetzt zu mir nehmen mit meinem schwarzen Kaffee. Setze ich mir für mich vor ein YouTube-Video. Na, meine Lieben, hier oben bin ich wieder. Ich habe ein Video gedreht über diese Lipsticks aus dem 1-Euro-Laden. Die fand ich ja so richtig toll, also da müsst ihr mal gucken. Ich habe sie alle mit euch geswatcht, ich habe sie aufgetragen auf die Lippen und ich werde sie jetzt bis heute Abend testen. Das ist nämlich der Auftakt meiner Reihe, wie ich die Lipsticks der verschiedenen Marken und welchen ich so am besten fand und wie die Preise und die Unterschiede der Preise sind, ob man da einen Preis festmachen kann, welcher Lipstick da am besten ist. Ich weiß immer noch nicht, wann ich das abdrehen werde, das ist jetzt nicht so regelmäßig, aber ab und zu werde ich so ein Video mit zwischenschieben. Den Auftakt macht der 1-Euro-Shop und habe das in den Hall gepackt, also in den 1-Euro-Shop-Hall und dann können wir ja gleich mal zusammen angucken oder heute Abend mal sehen, wie das so aussieht. Ich habe den Lippenstift jetzt aufgetragen, im Übrigen ist das der 86 und ja, dann gucken wir mal, wie der so performt, ob er das Essen und Trinken aushält und wann er langsam abgeht. Ja, ich muss nachher meine Enkelin von der Schule abholen, die will nämlich unbedingt bei Oma schlafen. Und da freue ich mich drauf, um 4 Uhr werde ich sie wieder abholen und deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich das Video schon mal, dann ist das nämlich schon mal im Kasten. Ja, und jetzt gehe ich wieder runter, guck mal, was das für ein Krach unten war, denn ich wurde schon wieder ständig gestört beim Drehen. Da kamen immer Geräusche unten, der Hund hat gebellt, da werde ich mal gucken, was das für einen Grund hatte. Und wir sehen uns unten. Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute Abend mal wieder persönlich gute Nacht wünschen, wollte euch ein schönes Wochenende wünschen, hoffe, dass es euch gut geht und das haben wir lange nicht gemacht, deswegen dachte ich mir, ein persönlicher gute Nacht Wunsch ist immer mal angebracht, deswegen erholt euch gut, habt einen tollen Start ins Wochenende, lasst es euch mit eurer Familie gut gehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Hallo, meine und ich sind wieder draußen. Ich bin jetzt hier in der Garageneinfahrt und dachte mir, hier machen wir mal mein Outfit of the Day. Die Winterjacke, das ist eine dicke Windbreaker-Jacke von Kick. Und ob ihr das glaubt oder nicht, diese Jacke hat vor anderthalb Jahren im Winter-Sale 1 Euro gekostet.
Tatsächlich habe ich das Schnäppchen gemacht, als ich bei Kick mal, und zwar am den Heider Bahnhof in Hamburg, den Heide ist ein Kickbahnhof. Die hatten einen Kick am Bahnhof in der Nähe und die hatten das runtergesetzt. Und zwar nicht nur diese, sondern auch in Weiß und in Schwarz und in einer bunten Farbe. Die habe ich aber nicht gekauft, gesprenkelt mit so Pünktchen drauf und so, das sah so kindlich aus. Das habe ich nicht gekauft. Das sind keine Kinderjacken, das sind Damenjacken und die ist richtig dick, regenabweisend und natürlich wieder nicht in meiner Größe, sondern das ist wieder L oder XL, glaube ich, aber war mir wurscht, Hauptsache 1 Euro und zur Not hätte ich sie auch kleiner machen können, das habe ich ja aber nicht gemacht, weil die kann ruhig oversize sitzen, man kann sie auch hier enger stellen und diese Jacken gab es auch den ganzen Sommer über für viel mehr Geld, ich glaube, die haben glaube ich 20 Euro oder so gekostet und wurden selbst, wenn sie runtergesetzt sind, noch so 15 Euro oder so haben die noch gekostet. Also die hat auch so einen weichen Stoff hier innen drin. Ja, also das war dann wirklich ein mega Schnäppchen. Das war auch alles so billig damals dort. Also ich habe bestimmt 2 Riesentaschen voll mit Klamotten mitgenommen. Naja, die Hose ist auch von Kick. Die hat glaube ich 2 Euro einmal gekostet. Die Schuhe hatte ich bei eBay aus dem Internet bestellt. Ansonsten habe ich meinen ganzen Kladderadatsch hier in diesen großen Taschen. Das ist nämlich auch ein Vorteil an der Jacke, dass ich hier meinen ganzen Salat, sogar mein großes Handy passt da rein. Und das ist natürlich auf jeden Fall mega gut. Hier liegt eben mein Mann dran. Gar nicht so alt, ich würde mal 55 schätzen. Der guckt uns an und schüttelt nur den Kopf. Der geht die ganze Zeit nur schüttelnd. Naja, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter und dann muss ich auch gleich meine Enkelin von der Schule abholen. Es ist ungefähr 2:30, 2:45, 2:30 und ich habe meinem Mann gerade ein Brot geschmiert, weil der hatte Hunger. Der Arme sitzt schon wieder im Büro seit heute Morgen, hatte heute Morgen eine Baubesprechung und jetzt ist er wieder ziemlich beschäftigt. Naja, hilft alles nichts. Er hatte Hunger, deswegen habe ich ein Brot geschmiert. Miley ist in Erwartung, was da noch kommen wird. Nicht viel, wir gehen einmal um den Block und dann muss ich die Kleine abholen. Ich dachte mir, dass ich vorher nochmal in Hamburg-Wandsbek aussteige. Mein Sohn, ob der war eigentlich eben nur zur Post, der könnte mich theoretisch auch wieder fahren. Mal gucken. Und unser Wocheneinkauf steht an. Wenn mein Sohn mich fährt, dann würde ich den Wocheneinkauf nämlich mit der Kleinen gleich schon erledigen wollen. Dann ist das auch geschafft und ich muss mich morgen nicht mehr drum kümmern oder heute Abend. Genau, so machen wir das. Wenn er aber keine Zeit hat oder so, dann fahre ich mit der Bahn nämlich gleich los. Dann bleibe ich noch ein bisschen in Hamburg-Wandsbek, wo es windet ist und lieber nichts mehr. Meine Lieben, es ist ungefähr 15 Uhr und ich gehe jetzt die Kleine abholen von der Schule, werde aber vorher in Hamburg-Wandsbek noch einmal aussteigen und noch ein bisschen gucken, was es so Neues gibt im 1-Euro-Shop und ähnlichem. Und dann hole ich sie ab, komme wieder her und mein Sohn ist leider nicht da. Der ist wahrscheinlich schon weitergefahren nach der Post, sodass er mich leider nicht fahren kann und wir auch noch nicht einkaufen gehen können. Ja, so ist das. Ich bin gerade am 1-Euro-Shop. Kann man auch mehr Geld für ausgeben, ne? Für diese Dinger, glaube ich. Die sind ja auch süß. Hier sind sie wieder in den verschiedensten Farben, die ich gerade auf habe. Die sind das nicht, Leute. Nee, die sind das nicht. Shit. Die sind das, Moment. Die waren das nicht, die sind das. Die hier habe ich eben ausprobiert. Gibt es auch noch in so einem Braun und hier auch noch einen ganz hellen. Man den auch noch mal mitnehmen soll. Hamburg-Wandsbek angelangt und
hier jetzt langsam meine Kleine abholen, da werde ich wieder zu Fuß hingehen, damit ich mich noch ein bisschen bewege. Nicht so viel, die sind auch alle in Schwarz. Nur noch vorhanden. Meine Lieben, ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle wie vorgestern auch. Ich hole die Kleine jetzt ab, es sieht merklich nach Regen aus. Ich hatte vorhin überlegt kurzzeitig, ob ich dieses dünne Jäckchen noch drüber anziehe, was ich vorhin anhatte. Habe ich euch das überhaupt gezeigt? Ich habe euch das dünne Jäckchen gar nicht gezeigt, ne? Nee, das machen wir nachher noch. Ich hatte ja so ein dünnes Jäckchen für den Strand gekauft, für unseren Urlaub in Alanya. Das habe ich euch nicht gezeigt. Das hatte ich bei C&A für ca. 10 Euro gekauft. Und das hatte ich überlegt anzuziehen, aber ist ganz schön kalt und ganz schön frisch geworden. Wenn die Sonne nicht scheint, Leute, braucht man unbedingt eine Jacke. Ich dachte erst, dass das viel zu warm war. Denn als ich mit Miley rausging, habe ich geschwitzt, auch nicht wenig. Und genau. Und ich gehe die Kleine jetzt abholen und dann wollte ich euch eigentlich noch einen Deo-Stick zeigen, mit dem ich gar nicht zufrieden war. Und ich meine, das wäre Nivea gewesen. Da würde ich euch nachher noch einmal ein Review zu geben, denn das habe ich jetzt ein paar Tage getestet und müffel irgendwie unter den Armen. Keine Ahnung warum, ich zeige es euch, wenn ich es nachher nicht vergesse. Ich meine, das sei Nivea so ein Roll-On, nicht Stick, so ein Roll-Ding-Gedöns gewesen. Naja, wir sehen uns. Ich bin wieder zu Hause, es ist 6:59 Uhr. 16.59 Uhr, ich bin dabei, Essen zu kochen. Und zwar, ich drehe euch am besten wieder um. Ich habe Hähnchenflügel, die tiefgefroren waren, mit Olivenöl angebraten. Und das lasse ich jetzt noch so ein bisschen, vor sich hin dünsten. Die tue ich einfach tiefgefroren in die Pfanne mit heißem Öl. Und dann dreht das so in 20 Minuten, sind die durch. Hier habe ich jetzt Pellkartoffeln reingetan. Die gibt es nachher zu dem Hähnchen dazu. Die kochen aber noch nicht mal, das dauert bestimmt noch ein bisschen. Und hier habe ich wieder Olivenöl und Gemüse klein geschnitten. Und zwar Zucchini in Scheiben. Hier ist die Zucchini, aber natürlich die gekaufte aus dem Supermarkt. Nicht diese riesen Dinger. Weil man sagt eben auch, warum machst du denn diese Zucchini nicht endlich mal? Nee, habe ich gesagt, die können giftig sein. Da guckt er ganz groß, weil in der Türkei isst man ja auch immer diese Garten-Zucchini, ne? Aber ja, alles klar. Wir machen das nicht. Wir kaufen die lieber selber im Laden. Die hatte ich bei Lidl noch gekauft. Die liegt da aber auch schon 2 Wochen oder so im Kühlschrank. Die musste jetzt auch weg. Eine Zucchini, eine Aubergine, eine grüne Paprika und noch so eine halbe gelbe Paprika hatte ich noch im Kühlschrank. Dieses Gemüse lasse ich jetzt in dem Öl andünsten. Salz habe ich noch nicht zugemacht, damit es nicht wässert. So, und dann gibt es das Gemüse dazu nachher mit dem Fleisch. Da kommt dann, wie gesagt, noch 1-2 Zwiebeln hinzu, wenn das so ein bisschen fertig ist. Sonst verbrennen mir die Zwiebeln nachher. Die Pellkartoffeln gibt es dann auch noch dazu. Und ich habe mega Hunger, würde jetzt gerne meine Senfeier essen, aber die Kartoffeln sind noch nicht fertig. Ich überlege, ob ich mir schon mal die, ich habe nämlich noch alle Eier nicht aufessen können gestern. Ich habe auch noch mal Eier nachgekocht, weil mein Sohn unbedingt gekochte Eier essen wollte. Eigentlich wollte er die ganz weich gekocht haben, haben wir aber verbummelt. Ich war nämlich am Handy und mein Sohn auch und dann haben wir vergessen, die Eier rechtzeitig rauszuholen. Er liebt nämlich wachsweiche Eier und dann sind sie auch hart geworden. Naja, dann habe ich sie... ein Ei habe ich gestern nicht gegessen, das andere hat er nicht gegessen, habe ich hier einfach reingemacht. Dafür würde ich gerne natürlich die Kartoffeln damit bei essen. Aber das dauert ja nur noch alles. Insofern mache ich mir jetzt ein bisschen mit den Senfeiern warm und der Soße und esse das erstmal. Außerdem ist es ein bisschen kalt, macht das schön feuerheiß warm, das dann wärmt das ein bisschen. Und wenn nachher die Kartoffeln gar sind, dann esse ich noch ein bisschen Soße mit Kartoffeln. So machen wir es. Inzwischen habe ich 2 Zwiebeln reingeschält. So mittelgroß und ich denke mal, dass es auch gleich fertig sein wird, weil die Kartoffeln kochen immer noch nicht oder gerade eben. Tja, eigentlich habe ich schon gegessen. Dann, das ist auch fast fertig, ein bisschen noch vielleicht. Könnte ich inzwischen mal salzen. Mein Feuer ist irgendwie verschütt gegangen, keine Ahnung, wo der hin ist. Machen wir das mal ein bisschen zur Hand. So,
Pfeffer. So. Ein bisschen lasse ich es noch braten. Ich bin euch noch mein Jäckchen schuldig. Das habe ich nämlich heute drüber gezogen und euch ja nicht zeigen können, weil ich mein Outfit aus der Day immer draußen mache. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich das dann auch ab und zu mal wieder drin mache. Dann sieht man nämlich auch, was ich so drunter habe. Dieses Netshirt hatte ich übrigens auch mal bei Kick gekauft. Das war auch mal 1 Euro oder 1,50, weiß nicht mehr genau. Ist aber auch schon länger her, dass ich das habe. Und dieses Jäckchen ist hier auch noch offen. Das ist so ein Strand. Gedöns, was man am Strand anzieht und dass man schnell über einen Badeanzug ziehen kann. Also ich finde das aber auch schön, dass man das zu Hause so tragen kann. Ich habe ein Insta-Bild gemacht, könnt ihr mal gucken. Das hatte ich, glaube ich, wenn ihr den Vlog seht, gestern hochgeladen. Ja, das hat aber 10 Euro gekostet, meine ich, oder 12,99 irgendwie so. Ich hatte das auch vor meinem Urlaub euch in einem Haul gezeigt bei C&A. Genau, das wollte ich nur zeigen. Ich ziehe nämlich jetzt meine Hose aus, weil es drückt mir am Bauch und ich muss mir irgendwas anziehen. Es ist mir zu kalt. Ich werde mir jetzt irgendwie eine Jacke oder so drüber ziehen und das ziehe ich aus. Es ist echt kalt geworden. Und dann ziehe ich mir so eine Schlapperhose an. Was Gemütliches für den Abend. Inzwischen ist es auch 18.25 Uhr und mein Lippenstift, ja, der ist weg. So, meine Lieben, es ist 8:30 und ich möchte mich von euch verabschieden. Mein Sohn spielt ein Spiel, ich weiß nicht, was er da gerade spielt, Fortnite oder keine Ahnung. Meine Enkelin guckt ihm zu, meine Schwiegertochter ist im Büro, mein Mann immer noch ebenfalls dort, er arbeitet und ich weiß nicht, wieso die Kleine so lange dort bleibt. Wahrscheinlich hilft sie ihm, ich weiß es nicht. Mein anderer Sohn, der hat gerade Fußballtraining, der 25-Jährige, 26 ist der Leute schon, ja. Der ist beim Fußballtraining und der kommt aber anschließend hierher, um seine Frau dann abzuholen. Ja, und das Essen wartet auf meinen Mann. Mein Sohn, der isst jetzt hier gerade schon mal wieder Brot, Schokoladenbrot, statt sein Essen. Naja, sei es drum. Fleisch mag er gern. Ich habe gerade Ed gesagt auf Türkisch. Wir mischen ja öfters, ne, wisst ihr ja. Ed heißt auf Türkisch und auf Deutsch Fleisch. Naja, der wird das sicher noch essen nachher. Im Übrigen, wir haben so leckere. Mein ältester Sohn hat meinen Söhnen Schokolade mitgebracht. Die zeige ich euch mal. Die sind so, so lecker, die man probiert. Diese hier von Wind. Richtig lecker. Das ist weiße Schokolade mit so einer Creme drinne. Die sind hier weggegangen wie sonst was. Richtig, richtig lecker. Lindschokolade im Allgemeinen schmeckt echt mega lecker. Und dann hat er, wir warten nicht, was war hier noch drin? So Kekse, keine Ahnung, was hat er dann noch gehabt? Noch irgendwas. Naja, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Die müsst ihr unbedingt mal probieren. Aber jetzt verabschiede ich mich von euch. Schlaft schön und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier Fernsehen gucken, beziehungsweise ich muss ein bisschen am Handy arbeiten und meine Social Media Sachen machen. Ich muss noch ein paar Herzchen verteilen auf Insta und warte dann, dass mein Mann kommt. Jetzt muss ich erstmal in die Küche gehen und die Balkonfenster machen. Holzfenster. Wir haben hier Holzfenster an den in der Küche und die mache ich jetzt mal zu, sonst kann man mich von draußen reingucken. Und dann sehen wir uns morgen, hoffe ich, in alter Frische wieder. Macht's gut!